liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir unter Vorwand einen Schimmelpilz nach Kakariko zurückzubringen, den Hinweis bekommen, ey, Schattentempel, Kakariko, Nocturne der Schatten, hingehen. Was sie auch bald tun werden, aber zuerst gebe ich den Modetrank, die ich doch von der alten Fette bekommen habe aus Hexenladen, ihren... Sohn? Okay. Wer den Sus ist nicht mehr hier. Okay, wo ist er hin? Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist. Verdammt. Jeder. Sicher, dass er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Bitte? Okay, aber meine Information, ich bin kein Kokiri und bitte nicht irgendwie in eine Pflanze oder ein Horrorkill verwandelt worden. Okay, also heißt es so dann doch, ich muss ihn ein klitzeklein wenig suchen. Echt cool. Wäre auch zu schön, wenn es einfach wäre, nicht wahr? Na, was soll's. Ich meine, wo wird das schon großartig sein? So viel Ausweichmöglichkeiten im Kakariko-Kiri-Wald gibt es halt auch nicht mehr. Oder im verlorenen Wald. Da gibt es nicht so viel Ausweichmöglichkeiten. So, und, ja, hier ist er schon mal nicht, wie es ausschaut. Aber da muss dann ja irgendwo hier sein. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Man denkt sich so, okay, ich gehe einfach zurück, gib mir das Pulver und gut ist und dann... Dude, he's gone. Ah, verdammt. Damit rechnet man aber auch sowas von überhaupt gar nichts. Aber ich glaube immerhin, hier die... gleich habe ich sie... Taucht ein Horrorkill auf, oder? Ah, ne, das war nur als kleiner. Hätte ich vielleicht vorher auch mal machen sollen. Was soll's. So, wenn ich gerade ausgehe, komme ich wahrscheinlich am Anfang raus. Jop. Tja, dann heißt es erstmal, finde den Typen. Echt cool. Nichts. Was soll's. Wollen wir mal gucken. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Gucken wir einfach mal hier unten. Hier ist anscheinend wahrscheinlich auch nichts. Wenn ich hier aufs Podest drauf stelle. Keine Horkets oder so. Tja, dann ist er auch nicht in diesem Teil des Waldes. Echt geil. Das kann jetzt ein bisschen dauern, du Leute. Tut mir auch ein bisschen sorry. Konnte ich auch nicht, alles auf einmal weg ist. So, da geht es zu Goron. Hier gibt es eine Sackgasse. Hier ist. Sonst nichts. Außer ich habe es gerade getötet, weil ein kleiner Busch war. Naja, glaube ich ja weniger. Gut, ja auch schon mal nichts. Bei Goron wird es mit Sicherheit nichts sein. Das würde mich dann doch sehr verwundern, wenn auf einmal als Pflanze bei Goron wäre. Oder was? Na gut, sei nur ein Beispiel. Puh. Aber voll Banane, ey. So richtig schön nach dem Motto in your face. So, da ging es glaube ich auch nur in den Sackgasse, also gehe ich mal jetzt hier rein. Aber voll fies, dass er auch noch so extra noch gemein versteckt. So, dann gucken wir mal hier. Okay. Hier ist übrigens der Teil des Waldes, wie ich es noch nicht war. Vielleicht ist er... Moment mal, warum nutze ich einfach das Auge der Wahrheit? Vielleicht brauche ich das hierfür. So. Okay, hier ist er schon mal anscheinend nicht. Halt, Moment mal, das wollte ich nicht. Mann. Ich frage mich für dieses Gebiet, das hier gut ist. Vielleicht einfach nur so nach Motto, hier ist nichts. Oder als kleiner Junge erst wieder. So, geradeaus habe ich auch eine Sackgasse. Gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Na gut, da war eine Sackgasse. Und hier geht's weiter. Aber mir fällt gerade auf. Hahaha, kleiner Fehler im Spiel. Sachen, wo es nicht weitergeht, sehe ich gerade so an einem Licht. Und Sachen, wo es weitergeht, ist kein Licht. Hahaha, ich kenne nur die Möglichkeit, in das Spiel zu glitschen. Okay, hier ist noch ein Felsen. Okay, ich würde sagen, den spreng ich einfach mal. Oder, hallo, ich auf meinen Hammer, da muss ich einfach den da. Ja,
Ja? Warum auch das jetzt wieder sein musste? Wer weiß. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Okay, ein Deko-Händler. Zwei sogar. Und was hast du mit dir? Verschone mich! Gewähr mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Deko-Nüsse tragen kannst. Ach, es kostet dich nur 40 Rubine. Nein. Ups, da verschwende ich besser. Ich habe keine 40 Rubine, das Problem. Und was mit dir? Mal sehen. Halt ein! Lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile! 30 Stück kosten 70. Du hast zu wenig Rubine. Komm später wieder. Ich muss sagen, das ist teilweise ganz schön teuer. Halt, nein, das wollte ich auch gar nicht benutzen. Ich wollte eher nach oben gucken. Da ist nichts, was aussieht. Halt, nein, 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 nein. Da hole ich wieder das Auge der Wahrheit raus. Vielleicht ist das ja weiter. Okay. Na, wie reagiert getraut jedenfalls? Nein, das wollte ich nicht. So, gucken wir wieder rum. Was passiert, wenn ich da eine Bombe platziere? Zum Beispiel. Nein, Moment mal, wollte ich nicht Start drücken? Ich wollte eigentlich jetzt A drücken, damit ich wieder zurückgehe. So, ich stehe genau im Lichtschein. Ich lege meine Bombe ab. Vielleicht muss ich meine Ocarina nachher rausholen. Also, ist ja, wenn ich Lied spielen soll. Was ruhig erstmal fällt das Siegenlied wieder. Also, seit das Siegenlied ist meistens hier die richtige Antwort. Also, irgendwas muss da ja sein. Also, ich würde es wundern, wenn da wirklich nichts ist, obwohl da einmal so ein Lichtschein ist. Halt, Moment mal. Krabbelmin! Wo habe ich die Dinger denn? Halt, nur 10 Stück, aber versuch es zumindest wert. So, gehe ich einfach mal ein bisschen zurück. Und setz mal ab. Vielleicht führt das ja. Okay, das geht schon mal in die Hose. Na, verdammt. Mal gucken. Aber scheint schon mal das richtige Weg zu sein. Wow. Schwer zu treffen. Mal jetzt so. Da ist scheint der richtige Weg zu sein, sonst würde ich die immer wieder anvisieren. Richtig abgesagt, passt ist schwer. Ja, das könnte es sein. Ein bisschen Zeit lassen und absetzen. Noch richtig bumm. Also ich denke wirklich, na, vielleicht sollte ich einfach mal Stelle von der Wand dort aus versuchen mal hier so zu machen. Ah. Mann, ist echt schwer das abzupassen. Mann! Ja, wenn das was wird. Okay, hat doch nichts damit zu tun. Habe ich so nur mal Krabbelmin verwendet, aber schwendet, aber ich reiche echt jetzt, für das gut sein soll da. Was soll's. Mal sehen, von da kommen. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Geh ich mal. Der geht auch nicht weiter. Sackgasse? Einfach so. Ah, nee, warte mal, nee. Das führt da jetzt, bis zum Waldtempel. Oder Waldlichtung. Oh. Okay. Frage ist aber, wo zur Hölle ist jetzt der Typ? Das frage ich mich jetzt ernsthaft. Wo zur Hölle ist der Kerl denn? Halt, Moment mal. Ich habe doch jetzt Sora-Rüstung plus Eisenstiefel. Vielleicht finde ich hier unten irgendwas Interessantes. Aber mal gucken.
tendiere zu, hier ist absolut nichts. Ach, wisst ihr was, Leute? Scheiß einfach drauf. Ich gehe jetzt einfach zum, zum Tempel. Wenn mir einer von euch dann sagen möchte, wo ich den Typen finden kann, habe ich absolut nichts gegen wirkliche Zaunfall. Halt, warte mal, wir gehen nochmal in die Nocturne. Da muss ich erstmal gucken, wie die Nocturne geht. Da habe ich wieder voll vergessen. Und ich gehe immer in die falsche Richtung. Also, da haben wir die Nocturne. Gut, das sollte eigentlich machbar sein. Ja, hat sogar wunderbar funktioniert. Wunderbar! Tja, liebe Leute, dann geht's mal auf zum nächsten Tempel. Ja, sogar relativ schnell. Machen wir auf relativ. In Ausrufezeichen, nicht in Ausrufezeichen, sondern in Klammerzeichen. Und somit befinden wir uns am Friedhof von Kakariko. Da vorne sehen wir ihn auch schon. Wir befinden uns hier oberhalb des Königsgrabs. Da möchte ich nicht runter. Wo wir auch das, die Energie der Sonne bekommen haben. Und frag mich jetzt halt wirklich. Nee, okay, weißt du was? Ich zeige es einfach mal kurz etwas, was ich hier mal in einem anderen Zelda-Teil gesehen habe, wo es hieß, das ist ein alten Zelda-Teil. Ach Quatsch, ich weiß, dass ich habe gehört, hier brauche ich halt Auge der Wahrheit. So, und. Lock! Wollen wir mal sehen, ob es auch so stimmt, dass es auch in anderen Zelda-Teilen so ist? Nö. Wurde ich verarscht. Moment mal. Okay, ich nehme es zurück. Anscheinend stimmt's doch. Und tschüss. Interessant. Houston, wir haben ein Problem. Cool. Ja. Wollen wir doch mal zum Schattentempel begeben. Welcher nun hier zu sein scheint. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss die Fackeln anmachen. Würde zumindest irgendwie Sinn ergeben, wenn ich mir denke, dass nicht so viele Fackelständer sind. Und ich denke mal fast, dafür brauche ich, Dünns Feuerentfernung. Da es der einzige Zauber ist, die wir hundertprozentig haben, würde das sogar Sinn machen. Ich frage mich zum Verfassen, was der letzte Zauber war. Und, bumm! Sag ich doch. Somit legen wir den Eingang frei in den Schattentempel. Der mit Sicherheit kurze und auch anstrengendste Tempel. Mal sehen, was wir hier alles finden werden. Und andere tiefe Löcher. Aha, und sehen wir auch schon. Da kann ich durch. Cool. Das ist das Auge, da war ich schon den ersten Einsatz. Komm. Tja, liebe Leute, ich würde mal sagen, im nächsten Part werden wir auch anfangen, um den Schattentempel mal gehörig unter die Lupe zu nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich wünsche auf der anderen Seite eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr euch traut. Macht es gut!